Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch den Unsichtbarkeits-God-Mode-Glitch auf Ausbruch. Ihr braucht hierfür wieder euren Ätherschleier, den müsst ihr voll machen und dann schaut auf die Karte, denn hier gibt es zwei Missionen, die euch das volle Kraftperk droppen, das wir brauchen werden. Und wenn ihr dann eine von beiden abgeschlossen habt und die Kiste öffnet, kommt jedes Mal das volle Kraftpower-Up raus. Nun aktiviert euren Ätherschleier, Leute, drückt auf Option, dann nimmt eine Klasse entweder mit Feuerring oder Tesla Sturm, also bei mir hat beides funktioniert. Dann geht hier, nimmt das volle Kraftpower ab, aktiviert dann euren Feuerring oder Tesla Sturm und wenn ihr das dann macht, dann seid ihr für immer unsichtbar und in diesem Ätherschleier. Solange ihr nicht mehr den Ätherschleier benutzt, dann bleibt ihr unsichtbar, jedoch wenn ihr die Map wechselt, also wenn ihr von Runde 1 auf Runde 2 springt, seid ihr wieder sichtbar und ihr müsstet das Ganze wiederholen, was natürlich sehr easy ist, weil es fast in jeder Map eine von den beiden Missionen gibt, wo ihr das volle Kraft-Power-Up bekommt. Dies könnt ihr natürlich auch beim Easter Egg machen, wenn ihr dann am Ende bei Ruka seid, bevor ihr in den Fahrstuhl runtergeht, könnt ihr einfach wieder so eine Herausforderung machen mit dem Drachen oder mit dem Blitzen, könnt unsichtbar werden und dann ganz easy das Easter Egg machen. Wie gesagt Leute, der einzige Nachteil ist, dass ihr das von Runde zu Runde immer neu machen müsst, aber das ist natürlich sehr easy. Ihr könntet auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt schon unsichtbar seid, könnt ihr wieder den Ätherschleier ausrüsten, den voll machen, sodass ihr in der nächsten Runde direkt den Ätherschleier schon voll habt. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten bis zum nächsten Stream oder zum nächsten Video. Ciao.